das ist ein bisschen sonnig hier. Ein bisschen warm auch, hä? Aber das ist nicht mein Thema. Obwohl es auch schön ist, über die Sonne zu reden, die der Herr geschaffen hat, die uns auch ein warmer Begleiter ist in unserem Alltag. Für manche natürlich auch ein bisschen zu warm, wenn es zu heiß wird. Da muss ich jetzt natürlich schauen, dass ich da ein bisschen was sehe. Ja, darum setze ich gleich mal wieder meine Kappe auf. Ja, da habe ich eine bessere Sicht. Geht's? Ja? Okay. Hast du gewusst? Möglicherweise schon. Dass Gott Gebete hört? Du denkst ja, natürlich, selbstverständlich. Okay. Denk darüber nach, wann hast du das letzte Mal eine Gebetserhörung erlebt, in der du Zeugnis ablegen kannst, es berichten, um den Herrn zu loben und zu preisen und auch zu verherrlichen. Da haben wir heute tatsächlich ein wunderbares Wort, wirklich. Da ist der Prophet Jesaja, der in diesem Kapitel etwas sagt, was alle Väter, also alle Männer, die Kinder haben, ermutigen soll, anspornen soll, Folgendes zu tun. Nämlich, der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Jesaja 38, Vers 19. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Schön und wichtig ist wieder, wenn man da hineinschaut, in diesem Abschnitt, Kapitel 38, da geht es um eine ganz interessante Geschichte. Da ist der König Hiskia und er bekommt eine sogenannte Hiobsbotschaft. Für manche ist das eine Hiobsbotschaft. Nämlich, dass er würde sterben. Der Prophet Jesaja kommt ihm und sagt ihm, du König, du wirst demnächst sterben. Natürlich hat ihn das geschockt. Und er geht ins Gebet, er fleht unter Tränen, kommt zu Gott und legt ihm alles vor, was er getan hat. Und ja, das Wunder der Wunder geschieht. Gott hat tatsächlich dieses Gebet auch erhört. Und viele von euch wissen schon, er hat eine Lebensverlängerung bekommen. Wer das jetzt weiß, soll es mir schreiben. Ich weiß es natürlich auch schon. Es würde mich interessieren, ob da manche darauf reagieren und das dann beschreiben. Moment, ich mache jetzt Pause. Da kommt gerade... Ah, ich glaube, ich war beim Skia, der vom Propheten Jesaja eine ziemlich bittere Botschaft bekommen hatte, nämlich, dass er sterben würde demnächst. Und natürlich hat ihn das ziemlich geschockt. Aber er ging mit dieser sogenannten Hiobsbotschaft, die ich schon erwähnt habe, zum Herrn. Hat es ausgebreitet und dann ist das geschehen, was er vielleicht gar nicht erwartet hatte. Gott hat ihm einen sogenannten Aufschub gewährt und noch dazu einen sehr spezifischen. Er hat sein Leben noch einmal verlängert. Und hier können wir einfach merken, dass Gott wirklich auch Gebete hört. Zwar nicht jedes und nicht immer und nicht in der Art und Weise, wie wir uns das vorstellen. Aber Gott erhört Gebet. Das ist und bleibt unsere Botschaft und auch unsere Erfahrung. Im Lehrtext, schauen wir uns den noch kurz an, da heißt es, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt
und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und voller Dankbarkeit. Was für eine Fülle an Ermutigungen und auch Ermahnungen Paulus hier den Kolossern ausbreitet, und auch dir und mir, nämlich das, was wir gelernt haben von und über und mit Christus, das sollen wir auch umsetzen in unserem Leben, in unserem Alltag. Und wie ich das schon oft gesagt habe, das können wir eigentlich nicht in und aus der eigenen Kraft. Dazu brauchen wir seine Hilfe, die uns gern und auch sehr oft im Überfluss anbietet, nämlich durch seinen Geist. Und dazu möge er dich auch heute wieder segnen, beschützen und bewahren. Danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ich wünsche euch heute wieder einen guten und einen schönen Tag. Servus.